In diesem Video zeigen wir dir, wie du die TOTS-Karte von Joao Pedro einfacher bekommen kannst. Wir empfehlen dir, die Aufgabe auf jeden Fall zu machen, da die Aufgaben nicht sonderlich schwierig sind und die Karte sehr gute Werte hat und gut zu verlinken ist. Alle Aufgaben musst du in Rivals erledigen. Dabei musst du nur für die letzte Aufgabe das Spiel am Ende gewinnen. Wir empfehlen dir daher, mit dieser Aufgabe anzufangen. Dafür musst du dann in 8 verschiedenen Siegen mit Serie A Spielern, die mindestens 4 Sterne Weakfoot haben, ein Tor und eine Vorlage machen. Das kannst du beides in einem Tor schaffen. Diese Aufgabe kannst du einfach mit der dritten kombinieren. Hier musst du in 4 Spielen mit Spielern, die mindestens 4 Sterne Skills haben, eine Vorlage per Steilpass sammeln. Um beide Aufgaben zu schaffen, brauchst du also Serie A Spieler in der Offensive, die mindestens 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot haben. Wichtig ist, dass du mindestens 6 Serie A Spieler in deinem Team hast, um die erste Aufgabe gleichzeitig zu schaffen. Wenn du das dann hast, kannst du die Aufgaben 1 und 2 auch noch machen. Hierfür wechselst du am besten 3 Brasilianer in den Sturm ein. Mit diesen musst du dann 2-mal treffen und einmal davon per angeschnittenem Schuss. Einen angeschnittenen Schuss führst du mit Kreis und R1 aus. Wir hoffen, wir konnten dir mit dem Video helfen. Lass jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da.